Die Blumen sind überall im Raum erblüht. Okay, die Blumen, die Ballerina hat die Blumen zum Blühen gebracht. Holen wir sie zurück? Was? Irgendwas entgeht mir hier, glaube ich, gerade. Ach, ich muss jetzt hier die ganzen Blumen einsammeln. Okay, das macht natürlich vollkommen Sinn. Blumen pflücken. Was sollte eine Prinzessin auch sonst machen? So, eine fehlt noch. Ach, da oben. Na, jetzt nehmen sie schon mit. Was zur... Okay, und die muss ich jetzt... Platziere die Blumen an der richtigen Stelle des Kranzes. Okay, das gilt jetzt offiziell als schreckliches Minispiel. Sekunde. So. Wie mache ich das? Ich habe hier überhaupt... Ach, nee, Moment. Habe ich einen Anhaltspunkt? Ich bin mir nicht sicher. Ah, doch, habe ich. Nämlich diese komischen Blumen hier im Hintergrund. Aber das hilft mir ja auch nicht überall weiter. Man erkennt nämlich leider einen Scheiß. Okay, also die da wird richtig sein. Dann vielleicht so und vielleicht so. What? Okay, übersehe ich hier gerade irgendwas? Also hier ist so eine Blume. Das sieht hier irgendwie ganz passig aus. Ja, vielleicht natürlich auch immer gegenüber. Aber das macht irgendwie auch keinen Sinn. Ich möchte nur ungern einen Tipp nehmen. Also zumindest nicht von der komischen Feder unten. Und ich möchte es eigentlich auch noch nicht überspringen. Noch bin ich motiviert, sowas zu machen. Warum auch immer. Also irgendwie, wenn der Chat eine Ahnung hat, ich bin für Tipps dankbar. Kann ich mir den... Ah, ich kann mir den Kranz im Buch angucken. Okay, so einfach kann es sein. Chat sagt, das Spiel ergibt bisher nicht so viel Sinn. Ja, richtig. Sowas habe ich befürchtet. Success! Großartig. Jetzt gehen wir durch das magische Portal. Ich wette, da sind einfach nur so rosa Glitzerdampfdüsen im Boden. Das ist überhaupt kein Portal. Ew, wer bist du denn? Und was geht hier ab? Nicht jetzt, du Boris. Geh jemand anderem auf die Nerven. Ein Mensch. Warte mal, in diesem Schloss gibt es gar keine Menschen. Niemanden außer... Könnte es möglich sein? Die schlafende Prinzessin erwacht. Doch woher soll ich wissen, dass du es bist und nicht irgendein Murder-Trick? Du musst es beweisen. Man sagt, dass du schlau bist. Ich habe diese Kobold-Jong-Schachtel so verzaubert, dass nur die Prinzessin das Rätsel lösen kann. Kannst du die Schlüssel finden, die ich darin verborgen habe? Ernsthaft? Weißt du, wir schlafen stundenlang, jahrelang, tagelang, monatelang, niemand weiß es. Wir schlafen auf jeden Fall unfassbar lang, sodass wir selbst im Spiegel schon staubig aussehen. Dann versuchen wir hier irgendwie rauszukommen und dann kommt so ein komischer Kobold und sagt, hier, spiel mal Mahjong, damit du beweist, dass du die echte Prinzessin bist. The fuck?
Aber natürlich, wer kennt es nicht? Mahjong, das Spiel der Prinzessinnen. Oder so. So, Schlüssel gefunden. Fantastisch. Oh Gott, wie oft darf ich das jetzt machen? Ich bin mir nicht sicher, ob mich das glücklich macht. Nee, das Einhorn muss leider noch warten. Der tote Baum kann aber mal weg. Das kann weg und das kann weg und das kann weg. Und das und das und das und dann haben wir den Schlüssel. Und dann müssen wir es natürlich noch ein drittes Mal machen. Warum auch nicht? Immerhin haben sie sich die Arbeit gemacht, einen Mahjong zu importieren oder sogar selbst zu programmieren. Vermutlich kommt das aber in allen 38 Wimmelbildspielen von Big Fish Games vor und sie tauschen einfach immer nur die Bilder aus. Ohne den Damen und Herren jetzt zu nahe treten zu wollen. Okay. Ja, nachdem Cobalt Young schon im Titelbild erschien oder im Hauptmenü erschienen ist, habe ich sowas auch befürchtet, aber ich war ja voller Hoffnung bezüglich dieser Sache, weil ich aus den, wie heißt es denn jetzt, aus den Wimmelbildspielen von Artifex Mundi das so gewohnt bin, dass man Mahjong spielen kann, um solche nervigen Sachen einfach zu überspringen. Oder wenn man in einem Wimmelbild halt irgendwas partout nicht findet, kann man halt alternativ Mahjong spielen. Das ist aber immer nur optional, also man muss das nicht machen. Cobalt Young Un, ja, genau. Wenn wir sein Rätsel nicht lösen, wird er die Weltherrschaft an sich reißen. Ah, habe ich es jetzt schon verkackt? Ich bin mir nicht sicher. Nee, habe ich nicht. Okay. Man kann es zwar nicht lösen, weil das Einhorn unter dem Einhorn liegt, aber wir können trotzdem den Schlüssel einsammeln. Dieser Gegenstand könnte nützlich sein. Ja, es ist ein Schlüssel. Vielleicht ist er nützlich. Vielleicht... Vielleicht... Ah, bei Griswolds Glück, du bist diejenige, auf die wir gewartet haben. Du hast einen schwierigen Weg zu gehen, Prinzessin. Nicht alle Kobolde werden so hilfsbereit sein wie ich. Andererseits haben auch nicht alle eine ganz so nervige Stimme. Ich werde dich nun in den Brunnen werfen. Ich werde dich nun den Brunnen wieder aufbauen lassen. Es gibt dort etwas, was für dich bestimmt ist. Bis zum nächsten Wiedersehen. Sieh ja. Gott, es macht mich einfach jetzt schon so fertig. Die Statue muss zusammengesetzt werden. Okay, das kann ich. Kann ich die Teile drehen? Nein, das macht vieles einfacher. Oder auch nicht. Oh Gott, das sind alles Einzelteile. Ich dachte, das wäre... Okay. Man denkt so, oh, dieses Puzzle hat 5 Teile und dann stellt man fest, oh nein, dieses Puzzle hat 98 Teile. Hilfe. Das hier ist doch schon mal ein Fuß. Der kommt hier hin. Das ist der zweite Fuß. Das ist hier entweder ein Flügel oder ihr Hintern. Ich bin mir nicht sicher. Hier gibt es eigentlich männliche Feen. Also jetzt mal abgesehen von irgendwie Cosmo und Wanda. Also beziehungsweise dann ja nur Cosmo, aber... So. Sieht falsch aus. Ah, so ist richtig. Okay, ja, ist eine gute Frage, ob Peter Pan als Fee gilt. Ich bin mir nicht sicher. Nee, irgendwie nicht. Der hat keine Flügel. Ne? Das ist so eine richtige Fee muss Flügel haben, finde ich. Fee ohne Flügel ist wie Abraham Lincoln ohne Bart und Hut. Ach, das war wirklich ihr Hintern und ich habe 5 Flügel gehalten. Wollte ich der guten Frau was Gutes tun, aber nein. Ich sehe schon kommen, das Let's Play wird hier sofort als sexistische Kackscheiße abgestempelt. So, du kommst doch bestimmt dahin. Du kommst dahin.
Nee. Okay. Und okay. Langsam wird das doch was. Dann kommt das vielleicht hier hin. Was zur Hölle ist das da unten? Ob sie sich bei irgendeinem Gegenstand jemals sicher sein wird, dass er nützlich ist? Oder ob sämtliche Gegenstände immer nur nützlich sein könnten? Hm. Okay, wir haben... Dies war einst ein Brunnen, doch die Steine sind zerfallen. Na, bedauerlich. Ein Stück Stein von 4. Dann sammeln wir doch mal 4 weitere ein. Und hier glänzt irgendwas. Ah, ein Sandwich. Das brauche ich. Das kann ich perfekt in diesem Brunnen bauen. So ein Sandwich-Springbrunnen, der dann statt Wasser einfach so Mayonnaise und, keine Ahnung, Ketchup schießt. Fände ich ein bisschen fantastisch. Ach ja. So. Müssen wir hier auch noch puzzeln? Fast vollständig, wenn man vom leeren Sockel absieht. Okay, da stellen wir jetzt einfach mal Prinzessin Steinifee drauf. Der Brunnen hat sich auf magische Weise mit Wasser gefüllt. If you know what I mean. ja, genau. Wer weiß, was wir hier noch alles finden und einsammeln. Halbe Tüte Chips könnte nützlich sein. Oh, und die Autobild vom letzten Sommer, die könnte auch nützlich sein. Oh, und dieser Tisch, der könnte auch nützlich sein. Der Kobold hat die Schachtel mit dem Plättchen mitgenommen. Ja, na klar, seine LSD-Pappen nimmt er mit. Die lässt er doch nicht hier liegen. Ich habe mir die Lunchbox der Wache näher angesehen. Und entschieden, dass sie vielleicht später nicht wichtig ist. Deswegen lasse ich sie da stehen. Was ist, wenn sie mal Hunger kriegt? Oder müssen Prinzessinnen nicht essen? Ich bin mir nicht sicher. Ein magisches Siegel hindert mich daran, den Turm zu verlassen. Ei, verflixt aber auch. Die Gravur hat einen schmalen Rand. Ob ich jemals diesen Text zu Ende lesen werde? Vermutlich nicht. Okay, dann sind wir hier, glaube ich, soweit durch und gehen erstmal wieder zurück, oder? Gucken wir mal, was hier so passiert ist. Nix. Okay, ich habe noch einen silbernen Schlüssel. Kann ich damit irgendwas machen? War hier irgendwo ein Schloss? Kann ich die Lunchbox abschließen? Nee. Okay. Was ging denn hier so im Gästezimmer? Ah, das Muster sieht wichtig aus. Vielleicht sollte ich es mir besser merken. Danke für den Tipp. Okay, ich merke mir auf jeden Fall auch mal gelb, lila, blau, rot. Und dann... Okay, Schubladen kann ich mir nicht angucken. Und dann gehe ich mal wieder zurück ins Schlafzimmer. Oh, da komme ich her. Bedauerlich. Ich brauche von dort nichts mehr. Ich sehe mein eigenes Spiegelbild. Okay, das bedeutet schon mal, wir sind kein Vampir. Das ist viel wert. Mir ist, als könnte ich das Wasser rauschen hören. Naja, bei dem riesigen Wasserfall. Okay, was genau tue ich jetzt? Nein, ich... Okay, geht's vielleicht doch hier weiter? Kann ich hier irgendwas einsetzen? Schon eine der Runen. Okay, ich kann das nicht benutzen, solange es nicht vollständig ist. Kann ich den... Ob ich dort etwas einfügen kann? Ja, kann ich bestimmt was einfügen, aber was? Aber was? Äh...
Irgendwo muss ich irgendwas Offensichtliches übersehen haben. Mysteriös. Was sagte mein Tagebuch? Magie der Ballerina, ja, das ist ja schon... Und wie sie tanzte. Als ob es gestern war und nicht vergangenes Jahr. So, was ist mit den Farben hier eigentlich? Es handelt sich um eine Kindergeschichte über vier mutierte Tiere, die sich der Dunkelbestie von Pinter entgegenstellten. Boah. Ich frage mich, warum sie hier in verschiedenen Farben dargestellt sind. Entschuldigung, vielleicht hatten die verschiedene Farben. Ja? Sei mal nicht so ein Nazi. Auch Tiere haben Recht auf andere Farben. Nun sind sie alle angekleidet. Eine königliche Teddyfamilie, ja. Hilft mir aber leider auch nichts. Irgendwo... Er sieht trotz der leuchtenden Edelsteine auf seinem Flügel traurig aus. Okay. Der Engel. Ein Engel wacht über der Tür zum Südturm und versperrt meinen weiteren Weg. Das ist gelogen. Das ist nämlich längst offen. Ich kann total hier unten die Fee fragen, aber das ist, glaube ich, ein Tipp. Und ich... Naja, ich mache das einfach mal. Oh, vielen Dank, nützliche Fee. Fick dich selbst. Boah. Na, vielen Dank für den Hinweis, dass ich hier irgendwas machen muss. Kann bitte jemand diese Fee deportieren? Das ist ja unerträglich. Diese Gravur hat einen schmalen Rand, ob ich da was einfügen kann. Ja, vermutlich eine Sonne. Oder irgendwas, ich habe keine Ahnung. Hab nichts, was ich da einfügen kann. Ach, hier liegt natürlich eine Schatzkiste im Brunnen. Entschuldigung, wie konnte ich die nicht sehen? Ist auch schön, dass sie mir den Tipp gibt, dass ich hier was einfügen muss und nicht, dass da eine Schatzkiste im Brunnen liegt. Okay. Ganz klar. Boah. Hilfe, ey.